So, liebe Freunde der Physik und die, die es noch werden wollen. Heute gibt es ein kleines Special-Video mit meiner Kollegin Larissa Kohler, weil mein Experiment ist gerade so ein bisschen in der Revisionsphase, deswegen gibt es bei mir gerade nicht viel Spannendes zu sehen. Und ja, ich hatte es ja ganz am Anfang in der Laborführung schon mal angeteasert, dass ich auch die anderen Experimente hier in der Gruppe mal vorstellen will. Und heute wird euch Larissa zeigen, was sie in dem Experiment so macht. Sehr spannend. Hallo zusammen. Ja, also mein Experiment geht um die Biosensorik. Das heißt, in dem Fall geht es nicht um Quantenphysik, was der Timon die ganze Zeit euch vorgestellt hat, sondern bei mir geht es eben darum, dass ich langfristig biologische Nanoteilchen auflösen kann. Also Nanoteilchen, biologische könnten zum Beispiel Viren sein oder Proteine, die so in unserem Körper vorkommen. Aber es können auch andere Nanoteilchen sein. Also sie müssen nicht unbedingt biologisch sein. Aber was alle gemeinsam haben, ist, dass ich das Ganze in Wasser sehen möchte oder in Flüssigkeiten. Das heißt, letztendlich kombiniere ich diese Cavity, also diesen Resonator aus zwei Spiegeln, mit einer Mikrofluidik, damit ich die Flüssigkeit mit den Nanoteilchen durch das Lichtfeld, das Resonatorfeld von unserer Cavity leiten kann. Und die Motivation ist, warum wir das Ganze eben machen, weil man mit so einem Standard-Stereomikroskop man nicht mehr Nanoteilchen auflösen kann. Also wenn man hier auf dem Objektträger zum Beispiel noch Zellen hat von unserem Körper, dann kann man die noch wunderbar sehen, weil so Zellen haben die Größe von 2 bis 5 Mikrometer etwa. Aber wenn man noch mal kleiner wird, dann kann man es eben nicht mehr sehen. Also das Licht, was hier durch die Bakterienzelle scheint, oder beziehungsweise in dem Fall dann durch das Nanoteilchen, das wechselwirkt eigentlich fast gar nicht mehr mit einem Nanoteilchen. Und deswegen sieht man nichts mehr. Und daher verwenden wir jetzt eben diesen Resonator, dass wir diese zwei Spiegel haben, die sich gegenüberstehen. Und dann haben wir diesen Effekt, dass diese zwei Spiegel, dass die das Licht tausende Male hin und her reflektieren lassen zwischen den Spiegeln. Und jedes Mal, wenn das Licht an dem Virus zum Beispiel vorbeikommt, das sich gerade in der Cavity befindet, wechselwirkt dieser Virus mit dem Licht. Also das heißt, das Licht, das streut einmal, also das Virus streut einen Teil von dem Licht raus aus der Cavity, durch Licht verloren geht. Oder das Virus kann auch einen Teil vom Licht absorbieren, wodurch auch wieder Licht verloren geht letztendlich. Und dieser Aufbau sieht so aus, also das ist schon ein fertiger Aufbau, der die Mikrofluidik mit dem Resonator kombiniert. Das heißt, von dieser Seite hier, ich muss kurz gucken, da, hier von dieser Seite kommen die Glasfasern und von dieser Seite hier kommt die Mikrofluidik. Das heißt, in der Mitte hat man ein Crossing, also eine Kreuzung, wo die Spiegel in den Mikrofluidikkanal reinragen. Ja, und jetzt wollen wir erstmal theoretisch schauen, was da eigentlich so genau passiert, wenn Nanoteilchen in das Resonatorfeld kommt. Heißt, was ihr hier seht, ist, das sind wieder diese zwei Glasfasern, an den Enden sind die zwei Spiegel und hier in der Mitte hat man dieses Lichtfeld. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn das Teilchen in dieses Lichtfeld kommt? Das Experiment sieht so aus, dass wir Licht hier durch diese Glasfaser schicken und wir detektieren oder nehmen die Intensität von dem Licht auf, was hier durch diese Glasfaser rauskommt. Dann ist es so, dass wenn das Teilchen sich gerade in dem Lichtfeld befindet, dass das Signal sich ändert. Das heißt, wenn das hier das ursprüngliche Signal war, ohne das Nanoteilchen hier im Lichtfeld, dann nimmt die Amplitude zum Beispiel ab, also die Intensität von dem Licht, wenn das Nanoteilchen drin ist, eben wegen Streuung aus der Cavity raus oder wegen Absorption vom Licht vom Nanoteilchen. Und das Signal shiftet auch noch, aber das würde ich jetzt mal überspringen. Und wenn wir jetzt aber unterschiedliche Nanoteilchen im Lichtfeld haben, zum Beispiel so was Rautenförmiges, auch mit Farbe ist jetzt gekennzeichnet, dass es ein anderes Material ist, dann ist die Signaländerung eine andere. Genauso auch, wenn wir jetzt hier so einen Stern quasi drin haben, dann ist die Signaländerung auch wieder anders. Heißt, letztendlich kann man an der Signaländerung darauf schließen, wie groß das Teilchen ist, aus welchem Material das besteht. Und durch eine aufwendigere Methode können wir sogar sagen, welchen Weg dieses Nanoteilchen durch das Lichtfeld gemacht hat. Also wenn das Nanoteilchen, wenn es in Flüssigkeit sich bewegt, macht es so eine Art Zitterbewegung, das nennt man Brownsche Bewegung. Und diese Zitterbewegung, die kann man letztendlich aufnehmen. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie das ist, wenn man eigentlich auf Resonanz geht. Also was wir jetzt haben, ist eine Kamera von oben auf den Aufbau, den ich euch gerade gezeigt habe. Das sieht man jetzt in live, die zwei Glasfasern. Hier in der Mitte ist so ein ganz, ganz, ganz kleiner Spalt.
Und von dieser Seite kommt die Mikrofluidik. Das heißt, das hier wäre der Mikrofluidikkanal. Und jetzt wollen wir mal den Spiegelabstand nur ganz leicht ändern, sodass die Resonanzbedingung getroffen wird. Das heißt, dass gerade ein halbes Vielfaches von der Wellenlänge zwischen diese zwei Spiegel passt. Genau dann haben wir nämlich dieses Resonatorfeld angeregt. Also jetzt gerade sind wir noch nicht auf Resonanz. Wir experimentieren gerade live, das ist dann immer so, bis, dass es kleine Verzögerungen gibt oder es mal ein bisschen dauert, bis es funktioniert, aber gleich werden wir was sehen. Ja. Da haben wir schon ein bisschen was gesehen. Dass wenn man nur über die Resonanz geht, dass dann Licht, also so ein Lichtfleck erscheinen wird zwischen den Phasen. Genau, jetzt wird es auf einmal hell. Also Fokus ist hier in die Mitte rein, da sieht man jetzt helles Licht. Sind wir auf Resonanz. Und jetzt gehen wir wieder runter von der Resonanz und dann werdet ihr gleich sehen, dass das Lichtfeld wieder aus ist. Jetzt ist natürlich noch die große Frage, wie sieht es in live aus, wenn da so ein Nanoteilchen durch dieses Feld, also das Lichtfeld geht. Und dazu habe ich auch eine Animation oder ein Video aufgenommen. Was man jetzt hier sieht, ist auch wieder ein Bild von oben von dem Resonator. Das heißt, hier hat man diese zwei Glasfasern und in der Mitte, da wäre eben jetzt die Flüssigkeit mit den Nanoteilchen drin, was man jetzt so nicht sieht. Also sieht ja ziemlich dunkel aus. Und was wir auch aufnehmen, das ist das Licht, was durch diese rechte Glasfaser geht, die Intensität davon. Und der Spiegelabstand, der wird jetzt auch festgehalten, aber so, dass kein Lichtfeld erstmal in diesem, zwischen den zwei Spiegeln ist. Das heißt, die Intensität, die man aufnimmt, die ist null, also einfach nur Rauschen. Und gleich wird man sehen, dass wenn da so ein Nanoteilchen durch das Lichtfeld geht, dass hier einmal so ein breiter, heller Spot aufleuchtet und gleichzeitig wird dieses Signal hier ziemlich rumflackern. Und genau da sieht man dann, jetzt ist ein Nanoteilchen tatsächlich in diesem Lichtfeld drin. So, jetzt leuchtet es auf und dann sieht man, dass hier eine Signaländerung entsteht. Genau, was man hier sieht, das sind also was wir da in der Cavity hatten, das waren Glas-Nanokugeln. Die Glas ist ja eigentlich durchsichtig. Das heißt, das ist eigentlich schon recht verrückt, dass man überhaupt Glas, also so kleine Glaszeichen aufnehmen kann. Und der Effekt, den man jetzt hier eben sieht, ist reine Streuung, dass das Glas eben das Licht aus der Cavity ausstreut. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und